Thank you wir wären natürlich much. Nicht Audi, wenn wir nach so viel Schwung den Rückwärtsgang Audi einlegen würden. Deshalb bleiben wir beim Thema Performance und beim Thema Geschwindigkeit. Und dafür brauche ich einen Mann, der sich damit perfekt auskennt. Bitte begrüßen Sie mit mir den Vorstand für technische Entwicklung, Michael Dick. Hallo, guten Abend. Rupert Stadler hat vorhin in seiner Rede von so tollen Schlagwörtern gesprochen wie Dynamik, Leichtigkeit und Effizienz. Ist es das, was den Neuen in unserer Audi-Familie so ausmacht? Natürlich fügt er sich nahtlos in die Audi-Palette ein, die sich durch Dynamik, Effizienz und Leichtigkeit auszeichnet. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit ein Versprechen eingegangen, das wir auch hier eingelöst haben, nämlich dass ein Nachfolgefahrzeug immer leichter werden wird als sein Vorgänger. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir das auch hier beim Avant geschafft haben, nicht anders zu erwarten, wie auch bei der Limousine. Und das trotz gestiegener Ausstattungsinhalte und Sicherheitseigenschaften, also langer Rede, kurzer Sinn. Hier uns ist wieder ein super Wurf gelungen und Herr Stadler hat es vorher angesprochen, es ist ja nicht nur eine Sache des Aluminiumleichbaus in der Karosserie, sondern es zieht sich nahtlos auf alle Bautypen durch. Und darum möchte ich hier nochmal betonen, dass es schon eine besondere Teamleistung ist, dieses bei diesem Fahrzeug auch wieder umgesetzt zu haben. Wenn wir nochmal zum Thema Effizienz kommen, wie wichtig sind dabei Motoren? Also sie spielen ja auch eine große Rolle. Natürlich sind die Motoren sehr, sehr wichtig in dem ganzen Spielchen. Wir haben hier sechs hocheffiziente Motoren, vier Dieselmotoren und zwei Benzinermotoren. Wir fangen bei 130 Gramm CO2 an oder 5 Liter Verbrauch. Das ist, glaube ich, sehr beachtenswert. Aber ich möchte noch ein Wort zu unserem High-End-Aggregat verlieren, das hier jetzt im Avant die Weltpremiere feiert. Das ist unser 3 Liter Biturbo TDI-Motor mit 313 PS. Wir haben das Teil hier ausgiebig in unseren Testfahrten auch beurteilt. Ich kann den Kollegen hier versprechen, es wird ein super tolles Erlebnis bei der Vorpräsentation werden bei der dynamischen Präsentation. Da dürfen sich alle heute schon freuen drauf. Und das Ding wird nicht nur überzeugen durch seine Dynamik, sondern auch durch seine Fahreigenschaften natürlich, aber auch durch einen super tollen Sound, der vergessen macht, dass in dem Auto eigentlich noch Winkel steckt. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Das kann man selber austesten. Schauen wir doch nochmal in den neuen A6, also hochwertige Materialien, die sind wir ja gewöhnt und die Verarbeitung, dass die hochwertig ist, aber worauf darf ich mich jetzt freuen? Ich sage, okay, Herr Dick, ich kaufe dir. Was sind die schönen Sachen, die da drin sind? Ich möchte zunächst einsteigen in Audi Connect, was er dafür steht, dass wir immer mehr das Auto mit seiner Umwelt vernetzen. Dort sind stellvertretend zwei neue Ausstattungs-Items dazugekommen. Das ist zum einen die Sonderzielsuche über Spracheingabe mit unserem Navigationsgerät. Das funktioniert so, dass Sie beispielsweise, wenn Sie in Berlin sind und schön essen gehen wollen, ein Stichwort eingeben und Ihnen dann im Umfeld alle interessanten Restaurants gezeigt werden oder auch Sie geben Tabakladen ein und dann werden Ihnen alle Tabakläden in der Nähe aufgezeigt, was eine sehr große Bedienungserleichterung ist. Oder zum anderen ein Audi-Verkehrsinformationssystem online, das direkt mit dem Internet vernetzt ist und dafür sorgt, dass wir hochaktuelle Verkehrsmeldungen kriegen, dass Ihnen es eben nicht mehr passiert, dass Sie einen Stau umfahren, der gar nicht da ist, oder einen Stau reindonnern, der nicht angesagt worden ist, also hochaktuell und viel genauer als jede Verkehrsdurchsage. Darüber hinaus bietet das Auto natürlich alle Fahrerassistenzsysteme an, im passiven und aktiven Bereich, wie auch der A6. Eine Besonderheit bei diesem Fahrzeug wird sein, wir fangen mit dem Avant jetzt an. Top-View-Kamera einzuführen, wo praktisch ein Einparkassistent Ihnen die Vogelperspektive des Autos anzeigt, wo Sie dann eben sauber sehen, wo die Grenzen der Nachbarn sind, damit Sie da keinen Bashan beim Einparken bauen. Aber fahren Sie nur selber? Fahren können Sie noch selber auch, aber es gibt auch einen Parkgängassistent, der Sie automatisch einparkt, längs und quer. Okay, also da ist schon mal für alles gesagt, ich habe das Restaurant. Sie haben gerade gesagt, wo man alles hinfahren kann. Wie ist es denn, ich meine, wir haben es gerade noch gehört, schöne Kombis heißen Avant. Er würde ja nicht Avant heißen, wenn er wahnsinnig viel Platz hätte. Wie sieht es aus für meinen Urlaub, für die Porsche? Gucken wir mal ans Heck. Also,
Ja, man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber das Fahrzeug hat 1680 Liter Kofferraumvolumen in der Maximalvariante mit umgelegten Sitzen. Zudem bringt dieses Auto einige Neuigkeiten mit, die die Benutzung und das Ordnunghalten sehr viel leichter machen. Wir haben hinten einen doppelten Ladeboden, wo Sie drunter auch einmal verdreckte Kleidungsstücke, Schuhe verstauen können. Wir haben eine Fernentriegelung der Rücksitzlehnen. Das funktioniert von hinten sehr bequem und Sie haben Fixierschienen im Kofferraum, wo Sie Ladegut verzurren können. Und das sind, glaube ich, schon Details, die die Nutzung dieses Fahrzeugs sehr attraktiv machen. Highlights bei diesem Fahrzeug, die zum ersten Mal in einem Audi zu finden sind, ist die elektrisch betriebene Laderaumabdeckung, die beim Hochschwenken der Klappe automatisch nach vorne geht, beim Schließen der Klappe den Kofferraum wieder sauber vor sich schützt. Und eine Besonderheit, die Gestikbedienung der Heckklappe, die es ermöglicht, wenn Sie vollbepackt vom Einkaufen kommen, die Hände nicht frei haben, den Schlüssel aber in der Tasche, eben mit einer Gestik mit dem Fuß und dem Stoßfinger eben die Heckklappe dazu motivieren, aufzunehmen. Also komplett rechts und links die Taschen, dann mache ich Schlüssel. Move your foot. For instance, you've been shopping, you've got bags left and right, and all you need to do is move your foot. Das zeigt natürlich, dass wir hier ein Auto kreiert haben, das sich auszeichnet durch ein sehr schönes Design. Da haben wir Herr Sieler von der Stadler schon intensiv darauf hingewiesen. Ein Fahrzeug mit hohem Nutzwert, ein Fahrzeug mit sehr hoher Effizienz. Das bestätigt, glaube ich, unseren selbstgebastelten Slogan, dass sie eine schöne Kombis an Wand heißen. Absolut, und die Farbe ist auch noch schön. Vielen, vielen Dank, Herr Dick, dass Sie uns das nochmal vorgestellt haben. Dankeschön. They come by the name Audi Avant. Okay, thank you. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, lade ich Sie ein, Hightech, Sportlichkeit und Eleganz des neuen A6 Avant doch einfach mal persönlich kennenzulernen. Und in dem Fall heißt es, bitte einsteigen, wohlfühlen und kommen Sie mit dem A6 Avant auf eine Reise durch das nächtliche Berlin. Einsteigen. So, das war der nächtliche Blick über Berlin. Und jetzt möchte ich Sie gerne einleiten, das Ganze live zu genießen. Ein paar von Ihnen haben bestimmt schon geguckt, weil der Blick da drüben, der ist wirklich einmalig hier aus Berlin. Und viele von Ihnen werden auch nicht die Chance haben, das ein zweites Mal zu erleben. Das war uns besonders wichtig heute Abend. Dort wartet gleich für Sie ein zweiter A6 Avant. Den haben Sie wahrscheinlich schon gesehen. Den dürfen Sie, wenn Sie morgen, so richtig unter die Lupe nehmen. Also mitnehmen nicht, ne? Aber unter die Lupe nehmen.
get up close and personal. Not personal, I mean, don't drive home in it, but I mean, get up also close and personal with one of the experts and pick their brains. So if you have any questions, they are available for your und eine Etage tiefer heißt es dann gleich für alle, die schon Hunger haben. Das Buffet ist eröffnet in der Audi Lounge, an der Cocktailbar. Da können Sie in Club-Atmosphäre und auch gleich wirklich richtig schöner Live-Musik den Abend genießen. So, und ab 22 Uhr, die Dinge müssen ja auch gesagt werden, stehen für Sie die Shuttle bereit. Für Gäste, die mit PKWs abreisen, können Sie am Audi-Desk im Erdgeschoss Ihr Ausfahrticket für das Parkhaus abholen. So, da bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank im Namen von Audi. Ich wünsche uns noch einen wunderschönen Abend. Der A6 und ich sagen vielen Dank, dass Sie da waren und mit uns diese Weltpremiere gefeiert haben. Viel, viel Spaß noch und einen schönen Abend. Vielen Dank. Thank you very much and enjoy the rest of the evening. Und jetzt würde ich bitte die Vorstände und auch den Designchef, Herrn Silav, auf die Bühne bitten, also the head fürs Pressefoto. Design Department, Mr. Silav, on einmal stage. Zu mir bitte. And we're going to have a group photo with the ja, gern geschehen. So, einmal 3 und 3 bitte. Hallo. 3 by 3. Hallo. Hallo, guten Abend. Genau, ein bisschen mehr, genau, ein bisschen. Move up. So, genau. All right. Ja, ja, ich wollte Sie nur schon mal ein bisschen zurück. Herr Drewes? Mr. Drewes? Drewes, ne? Mr. Drewes. Das habe ich gesagt. Der ist schon in der Cocktail Lounge, ne? Mr. Drewes is already in the cocktail bar. Da ist er. Okay, Mr. Drewes. Here he is. Richtig geil. Ja, auf. Hast du mit dem DJ schon gesprochen?